ansehen. Zunächst einmal die vielleicht beste für Österreich durch einen Weitschuss von Andy Iwanschitz. Und wir werden es nachher sehen, interessant eigentlich, die Abwehr vom Torhüter, eigentlich mit der falschen Hand. Ja, er ist glaube ich schon einen Schritt zu früh ins andere Eck gegangen, sieht man hier, er geht rüber und verschätzt sich da fast und muss eben die andere Hand zur Hilfe nehmen. Das Spiel ist dann lange so dahin geplätschert und zum Schluss der ersten Hälfte ist eigentlich Aserbaidschan aufgekommen. Er kam dann auch zu zwei Chancen, die wir gleich zusammengehängt. Aber 0:0, dennoch gerechter Spielstand bis jetzt. Ja, denn beide Mannschaften haben keine wirklich klaren Torchancen herausgespielt und dadurch ist es auch ein logisches Ergebnis. Rechnen Sie, dass Hans Krankl umstellen wird, austauschen wird jetzt? Also ich könnte mir vorstellen, dass eventuell, hier sieht man noch den zweiten Schuss, der allerdings aber kein großes Problem für Schranz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Kulic kommt, um ihm eine neue Chance zu geben anstelle von Meierleb. Das könnte ich mir vorstellen, ansonsten glaube ich, wird es keinen Austausch geben. Wir kommen jetzt, wie angekündigt, nochmals zur Pressekonferenz von ÖFB-Präsidenten Friedrich Stickler, die er heute in Baku gegeben hat. Wir haben schon eine Aussage von ihm gespielt, wollen jetzt die wichtigsten Aussagen dieser Pressekonferenz nochmals zusammengefasst Ihnen zeigen. Da ging es natürlich vor allem um die Teamchef-Frage. Ja, super Kopfball von Meierleb. Karimov. Gurbanov war es mit dem Schuss und wenn so einer dann einmal zufällig ins Tor reinfällt, kann der Abend noch bitter auch enden für Österreich. Und dann wird sich diese Mannschaft... Gisnebner. Immer mehr versucht er in der Mitte die Fäden zu ziehen. Armerhauser, keiner Zeit. Und dann der Hack. Schikirov. Schanz aus dem Tor und Schuss kam von Gisnebner. Ivanschitz,